Valrhaisa ist ein Pokémon mit den Typen Eis und Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration, entwickelt sich aus Seeyong, welches sich wiederum aus Seemobs entwickelt. Valrhaisa ist ein walrossartiges, blau gefärbtes Pokémon. Sein speckiger Körper weist zwei längliche Vorderflossen und zwei etwas kleinere Hinterflossen sowie eine breit gefächerte Schwanzflosse auf. Sein Gesicht setzt sich aus einem sehr breiten Maul mit langen spitzen Stoßzähnen, einer schweinsartigen Nase sowie Augen mit gelben Iriden zusammen und wird von weißem, zotteligem Schnurrbart oder Schnurrhaar umgeben, welches längs über seinen Kopf bis zum Rücken verläuft. Um den Hals und an der Schwanzflosse zeigen sich hellblaue Zierstreifen und in der Shiny-Form ist sein Fell lila gefärbt. Valrhaisa ist ziemlich träge und nicht auffallend schlagkräftig, weist jedoch hohe Kraftpunkte auf und gute Verteidigungsfähigkeiten. Gegnern rückt es mit mächtigen Eisattacken zu Leibe, wie beispielsweise Aurorastrahl, Blizzard oder der K.O.-Attacke Eiseskälte. Anders als seine Vorstufen, er wehrt sich mit seinen massiven Stoßzähnen, die es für Eiszahn oder Knirscher verwendet. Es bricht damit durch Eisblöcke, die bis zu 10 Tonnen wiegen. Es nutzt jedoch auch seinen kräftigen Körper aus, um mittels Einigler seine Verteidigungsfähigkeiten zu verstärken oder einem Feind mit Walzer zu begegnen. Sein speckiger Körper eignet sich zudem für Body Slam und schlägt sich auch in seiner Fähigkeit Speckschicht nieder, welche es vor Feuer- und Eisattacken beschützt. Seine Fähigkeit Eishaut verdeutlicht seinen kalten Lebensraum, erlaubt es ihm, in Hagelstürmen Kraftpunkte zu regenerieren. Und seine versteckte Fähigkeit ist Dösigkeit, die den Anziehungsstatus verhindert. Valrhaisa lebt in sehr kalten, wasserreichen Regionen in Herden mit seinen Vorstufen. Als Anführer der Gruppe greift es jeden Eindringling ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben an und stellt sich mit seinen riesigen Stoßzähnen entgegen. Auch riesige Eisblöcke kann es damit zertrümmern, jedoch brechen die Zähne bisweilen dann ab. Sein speckiger Körper schützt es vor der Kälte und lässt Attacken einfach von ihm abprallen, ermöglicht ihm aber auch das Schwimmen durch die Eismeere. Valrhaisa stellt dabei die letzte Stufe einer dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Es entwickelt sich aus Seeyong, das sich wiederum aus Seemobs weiterentwickelt. Sein speckiger Körper nimmt dabei stark an Größe und Gewicht zu und es prägt seine Gliedmaßen stärker aus. Auch entwickelt es ein Schnurrhaarbart, der schließlich sein gesamtes Gesicht umschließt und große Stoßzähne ausbildet. Die Entwicklung von Seemobs zu Seeyong geschieht auf Level 32 und von Seeyong zu Valrhaisa auf Level 44. Und mit seiner Typenkombination aus Eis und Wasser nimmt es Viertelschaden gegen Eis, halben Schaden gegen Wasser, doppelten Schaden gegen Kampf, Gestein, Pflanzen und Elektroattacken, der Rest macht normalen Schaden. Besitzt die Fähigkeit Speckschicht, wird der Schaden von Feuer- und Eisattacken noch ein weiteres Mal halbiert. Das bedeutet, Eisattacken machen nur noch ein Achtel Schaden und Feuerattacken machen halben Schaden.